What the fuck? Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge, die dümmsten / lustigsten Kommentare auf YouTube. Diese Folge ist sogar sehr besonders. Ich habe mir zwar ein paar Kommentare rausgesucht, habe aber auch zwei Videos gefunden. Und naja, was soll ich sagen? Seht am besten am Schluss einfach selbst. Doch jetzt erstmal die typischen Kommentare. Die ersten Kommentare habe ich unter dem Video Siebel 6 mit meinem Vater von der Heider gefunden. Yankee Doodle schreibt, ohne Witz, jetzt, ich habe mir jetzt schon Pfeil Kage angucken müssen, aber deine Videos sind der größte Kage. Hör auf, den ganzen Nietzen-YouTuber zu haten, die haben dir doch nichts getan. Und von wegen dir, ihr Content ist Kage, was soll das denn überhaupt heißen? Sprich gefälligst durch, wenn du Videos machst, sonst versteht dich doch niemand. Ich meine, was soll denn der Scheiße, der Dreckstep hier bist? Nur du. Auf jeden Fall analysiert mal bitte diesen Kommentar und schreibt mir mal unten in die Kommentare genau diesen Kommentar, allerdings komplett richtig geschrieben. Ich würde gerne mal wissen, wie viele Fehler sich in diesem Text überhaupt verbergen. Ich habe nicht den Nerv, das jetzt durchzugehen. Nächster Kommentar ist dann nicht mehr ganz so sehr, naja, der andere, der war schon ausführlich, ich ficke deine Schlampenmutter. Immer wenn ich deine Videos sehe, werde ich depressiv, denn ich weiß, diese Drecksteppen werden irgendwann mal für meine Rente verantwortlich sein. Dann switchen wir auch gleich mal zu einem anderen Video, nämlich zu einem Video von Miguel Pablo, zu dem werden wir dann später auch noch ein bisschen kommen. Klaus das Kamel schreibt, like wer gerne Kamele reitet, anscheinend reiten 1764 Leute gerne Kamele. Krieg ich unnötig Likes? 4835 haben ihm nur unnötige Likes gegeben. Aber natürlich, die Kommentare darunter waren noch viel cooler, denn deine Mutter, du Pisser, deine Mutter, du wirdest gefixt. Oh, schwer auszusprechen. So, dann gehen wir mal wieder rüber zu einem anderen Video, nämlich Sry, trauriger Smiley, von Tanzverbot. Mach mal einen Vlog, wie du im Supermarkt einkaufst, du gotteslästlicher Hurenzöhn. Like, wer das auch sehen will, ihr kleinen Gangster. Rumpelbären schreibt, Hurensohn? 23. ihr fetten Nutten. Darkbloom, halt dein Maul, du Penispumpe. Hier eine Frage. Was ist ein Emo auf dem Brot? Richtig. Aufschnitt. So war mein krassester Orgasmus. So heißt ein Video von Katja Krasavik. Ich muss ganz ehrlich zugeben, die Alte hat für mich nicht mehr alle Latten am Zaun, aber natürlich zieht ihr das, was sie macht. Haha, ich kann 4 hintereinander wichsen. Du meinst 4-mal. Dann habe ich einen Kommentar entdeckt, der hat eindeutig, der muss gelogen haben. Katja, du heißes Girl, siehst echt Bombe aus. Also ich kann es nur als Witz verstehen, wirklich. Ja, dann habe ich mir gedacht, gut, analysieren wir diese Katja Krasavik doch mal und schauen auf ein anderes Video. Das trägt den Titel, ich bin schwanger. Ja, was man dazu jetzt sagen soll, weiß ich nicht. Auf jeden Fall, Itztea060 schreibt, selber schuld, wenn du mit jedem zweiten auf der Welt fickst. Genau das sehen übrigens auch 5254 andere. Viele sind ja von der Theorie ausgegangen, dass Marcel Scorpion sie eventuell geschwängert hat. Marcel hat dich geschwängert. Wetten, dass Marcel Scorpion sie geschwängert hat? Es wäre lustiger, wenn du schwanger wärst. Heinz Günther schreibt, ich lasse meine Banane für dich nach Banane schmecken. Dieser Kommentar hat 88 Likes. Vielleicht will er uns damit was sagen. Ja, das waren auch schon die Kommentare für dieses Video. Und jetzt habe ich mir gedacht, das sind noch ein paar wenige Kommentare. Also habe ich mir gedacht, komm, gehst du mal auf ein paar andere Videos noch drauf. Ich meine, wie schwer kann das schon sein? Und ich muss gerade diese ganzen Bilder wieder wegklicken. Wie schwer kann das schon sein? Und dann habe ich ein Video entdeckt. Ein wirklich wunderschönes Video. Die Wahrheit, wir sind wieder zusammen von Heracey. Ganz kurz muss ich dazu sagen, ich habe absolut keine Ahnung mit Wir sind wieder zusammen, wer ist diese Person? Und damit spreche ich von der Person, die man hier rechts sieht. Und wer ist diese Person, die man hier links sieht? Heracey ist ja bekannt dafür mit seinem Beef zwischen Miguel Pablo und so weiter und so fort. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dieses Video ist eine, naja, dieses Video ist eine Anklage gegen das deutsche Schulsystem. Weil, naja, nicht nur er selbst ist ein bisschen, naja, diese Art. Ich habe das schon mal in einem anderen Video gesagt, diese Art, wie manche Leute reden mit dem, ich schwöre, guck dir die Aussicht an, Mann, Junge,
Ich füge deine Mutter. Oh, zeig bitte diese aus. Ich schwöre, wir sind hier gerade im Paradies. Ganz ehrlich, wenn ich sowas höre, kriege ich Aggressionen. Ich würde mir am liebsten gern die Pulsadern aufschlitzen und mich zum Trocknen auf dem Balkon hängen. Aber was soll das? Vor allem die, seine Freundin, ist genauso eine dumme, hohle Nuss wie er. Leute, alles ist fake, ihr kleinen Hurensöhne. Ich schwöre. Tschüss. Ey, warte. Nein, ich möchte das anziehen. Ja, warte, ey, warte, mach nichts falsch, du bist dumm. Warte. Ja, jetzt. Yes. Nein, warte, die Kamera läuft. Das ist natürlich jetzt kein Hate, sondern die Wahrheit, ne? Es ist kein Hate, wenn es wirklich die Wahrheit ist. Das ist einfach so, ich weiß es einfach nicht. Warum? Doch, das ist nicht das Einzige. Gehen wir zu seinem Kompanen Miguel Pablo mal rüber. Von dem habe ich mir letztens einfach mal so ein Video angeguckt. Und schon wurde mir wieder bestätigt, ja, YouTube Deutschland ist mächtig gefickt. Miguel Pablo ist ein Pisser! Fick dich, du Bastard! Das ist ein scheiß Hater! Hurensohn. Damit er sieht, dass er ein Hurensohn ist. Und bei 30.000 Likes bist du so ein richtiges Insurgent, du Bastard! Ich wollte jetzt nicht Ausfeind werden, aber der Typ ist der größte. Ebenfalls diese Art und Weise. Ich meine, man kann schon mal ein bisschen aufgedreht sein. Gut, gebe ich zu, habe ich auch manchmal im ein oder anderen Video, aber doch nicht sowas. Das ist, naja, gut, kann man machen, muss man aber nicht. Ja, dann war es das mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Und bis zum nächsten Mal, haut rein. Und wie immer, Tschüssikowski.